Hallihallo und Hallöchen und damit herzlich willkommen in Scrap Mechanik. Mein Name ist Tarindor und du siehst hier zwei wunderschöne Fahrzeuge. Das war mal meiner und dieser wurde jetzt umgebaut von dem lieben Adam. Also das war ursprünglich die Version, ja. Und das hat der liebe Adam daraus gemacht. Und den gucken wir uns heute mal an. Ich lese das auch nochmal vor, was der liebe Adam dazu geschrieben hat. Hallo, dies ist ein Bodykit, das auf Tarindors TK-PKW basiert. Knöpfe. Erste Taste, Blinker links. Zweite Taste, Warnblinker. Dritte Taste, Blinker rechts. Vierte Taste, Licht. Fünfte Taste, Fahrertür. Sechste Taste, Rückspiegel. Siebte Taste, mehr Luft für die Motoren. Achte Taste, Motorhaube. Neunte Taste, Kennzeichen. Zehnte Taste, Ausstiegshilfe. Dies darf von allen YouTubern in Videos gezeigt werden, sobald ich als Ersteller genannt werde. Bitte ladet ihr... Was? Bitte ladet ihn nicht unverändert oder... Also, man soll ihn nicht nochmal hochladen, ne? Das werden wir nicht tun. Vielen Dank, Adam, für die Bereitstellung. Also, wie gesagt, ich stelle auch gerne Fahrzeuge vor, die ihr von meinen Kreationen mal geändert habt. Wie gesagt, das war mein ursprüngliches Modell. Und das hat der liebe Adam daraus gemacht. Also, ist fast gar nicht wiederzuerkennen, ne? Dagegen sieht der echt billig aus. Aber wie gesagt, wir gucken uns das einfach mal an. Ich würde sagen, wir öffnen mal die Türen. Und gucken mal so ein bisschen. Alter Finne, ne? Ah, schon. Ist schon fett gemacht. Adam hatte ursprünglich schon mal einen von diesen Typ hier erstellt. Da war aber das Problem, dass wir den leider nicht mehr spawnen konnten. Also ich konnte nicht mehr spawnen, weil irgendeine Mod dann gefehlt hat. Ne? Ganz komisch. So, von außen würde ich schon mal sagen, sieht der echt top aus, oder? Richtig böse. Also sieht gut aus. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, wir steigen auch mal ein. Ich mache ja die Tür mal wieder hinten zu. Sonst, falls wir losfahren wollen oder so. Und so, genau. So, das war das Radio. Okay, also Tür Nummer 1 war ja, nee, das war Blinker. Guck mal, Blinker. Wieder geschlossen. Oh, guck mal, wie top modern. Guck mal hinten, so tschung, 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 tschung. Oh, das sieht cool aus. Nummer 3, Blinker rechts. Hier, oh, guck mal, Licht, hinten geht das so, boom, richtig modern, 5, ach, 5 ist die Tür, okay, 6, oh, guck mal, die Seitenspiegel, süd, süd, oh, die finde ich cool, doch, die finde ich wirklich cool, aber warte mal, wenn man blinkt, ach, guck mal, das blinkt auch mit in dem Spiegel. Das ist schon geil, ne? Ja, das ist schon wirklich cool. Coole Mod. Dann, genau, 4 war Licht. 5, Tür. 6, diese komischen Dinger. 7, oh, ein bisschen mehr Luft. 8, Motorhaube. Kann man da so reingucken? Sieht aber gut aus, ne? Ah, sieht wirklich gut aus. Guck dir das mal an. Auch schon wieder schön detailliert. Der gute. Ich meine, der sieht fast besser aus als wie in meinem Motorraum. Aber man sieht halt, dass er das wirklich an meinem Chassis angepasst hat, ne? Finde ich ja irgendwie geil. Irgendwie freut mich das. Weiß auch nicht warum. Wirklich sehr, sehr cool gemacht, was man da so machen kann. Nummer 8 geht gar nicht. Nummer 9. Oh, ist eine Ausstiegshilfe. Guck mal. Ja, perfekt. Cool, der hat ja an alles gedacht. So. Man könnte auch hier die Tür aufmachen. Oder wie läuft das? Warte mal, jetzt komme ich doch nicht mehr raus. Ah ja, so. Einfach nicht jammern, sondern einfach mal machen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das sieht cool aus hier. Das gefällt mir. So, das heißt, die 0 nochmal gedrückt. Dann die 8 war nicht. Die 7 war das. Die 6 war das. Die 7 war das. So, ach so, warte mal. Was war das? Ah, guck mal hier. TK-LKW. Hier sind noch. Nicht nur vorne. Okay. Ich würde sagen, wir legen los. War das die 5? Jo, das war die 5. Licht haben wir an. Warnblinker machen wir auch an, weil es einfach geil aussieht. Und dann legen wir mal los. Boah, fährt sich aber erstaunlich gut, muss ich sagen. Guck mal, also wir sind ja jetzt auch hier auf eine Welt, die ja, ich sage mal, eigentlich nicht für so ein Fahrzeug gemacht ist, aber
kommt er wirklich gut mit klar. Sehr strammes Fahrwerk, würde ich sagen. Sehr direkt. Also wenn ich das jetzt mal so fachmännisch beurteilen darf. Ja. Und er hat auch gut Speed. Also, man müsste sich hier vielleicht mal irgendwie so eine Teststrecke einfallen lassen, ja. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz cool. So, falls es ein bisschen ruckelt, ich weiß nicht, woran das liegt momentan. Liegt das an den Kreationen wegen den Mods oder... ich weiß es nicht. Also ich hoffe, das geht einigermaßen. Muss ich mal gucken, ne? Aber ich bin ja auch dran, wie gesagt, eine neue Grafikkarte zu holen. So, schaffen wir... Nee, das schaffen wir nicht rüber, oder? Nee, das schaffen wir nicht. Würde ich gerne versuchen, aber... Nee, das schaffen wir nicht. Wir fahren lieber normal. Auch die Felgen, ne? Vor die Bonzenfelgen hier. Aber das Klickern geht mir echt auf die Eier. Blinker links. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mich an der Straßenverkehrsordnung hier halte. Aber jetzt können wir hier unten eigentlich langfahren. Dann kommen wir ja hinten wieder raus. Aber das Ruckeln ist aber schon krass, ne? Aber das habe ich auch nur bei manchen Fahrzeugen. Zum Beispiel bei dem Fahrzeug von Damsings. Und der hat das ja auch mit Mods gebaut, hatte ich das Problem zum Beispiel nicht. Ja, vielleicht hätte ich aber meinen Jeep auch noch hochheben sollen, ne? Ich weiß es nicht. Das kann natürlich auch sein. Ja, das kann schon sein. Scheiße, kommen wir überhaupt hoch? Jetzt weiß ich wieder nicht. Aber bis jetzt sieht es gut aus, oder? Oh, das sieht gut aus. Also der macht das wirklich gut. Voll die geile Teststrecke. Voll die geile Teststrecke. Doch, also ich muss sagen, dass das Fahrzeug mir optisch gefällt, ne? Es ist mal wirklich was ganz anderes. Und wie gesagt, ja, das ist heute eine andere Fan-Creation. Er hat das Fahrzeug ja... Also er hatte ja schon Chassis, aber ich finde das völlig in Ordnung, ja? Also wenn ihr Fahrzeuge von mir habt und die umbaut und sie wirklich auch nicht mehr so zu erkennen sind und ich finde, dieser Umbau ist hier schon krass, also ich finde, das hat nicht mehr viel gemein mit dem ursprünglichen Modell, wenn man das mal da hinten sieht, ja? Dann muss man schon sagen, top. Also Performance, scheiße. Aber das kann, wie gesagt, auch an meinem. Innen drin sieht das auch wirklich schön aus. Guck mal. Radio. Ist das Bildschirm? Cool, warte mal. Geh mal nach hinten. Wie geil. Guck mal. Geile Scheiße. Das ist so mit Soundsystem hier. Guck dir das an. Boah, das ist cool gemacht. Das ist wirklich cool gemacht. Hier, Soundsystem. So, kommen wir auch wieder raus. Also Performance-Technik. Katastrophe. Gib den mal im Hof. Ah! Gott, oh Gott, oh Gott. So, also das läuft. Also ich würde sagen, von dieser Kreation, jetzt reizt es mich ja, ne? Schafft meiner das denn auch, so eine Runde? Komm, das machen wir nochmal eben. Gott, der fährt sich ganz anders. Also der eben war... deutlich, wie sagt man, strammer auf dem Boden. Wird aber auch ein Blinker, oder? Tatsache. So, jetzt fahren wir nochmal eine Runde. Also Adam, ich muss sagen, dass dein Fahrzeug wirklich top ist. Also es ist wirklich top. Also da ist der Jeep hier. Ja, wie gesagt, er ist halt auch fürs Gelände gemacht, ne? Sind wir hier runtergefahren? Ja, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Machen wir einfach mal. Ist schon cool. Aber es geht ja hier eigentlich um die Kreation von Adam. Also wie gesagt, blendet das hier einfach aus. Ist jetzt einfach nur mal eben für mich, ja. Ich würde testen, ob das wirklich noch funktioniert. Habe ich nämlich noch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier ist der Adam auch lang gefahren. Ja, also ich eben mit seinem, ja. Und kommt mein Fahrzeug hier hoch? Ja oder nein? Also ich fürchte fast nicht. Oder? Obwohl. Doch, er schafft es. Boah, aber ich muss schon fast sagen, dass das Fahrzeug von Adam, ich glaube, das fast besser gemacht hat, ne? Ja. Aber gut. Das kann man immer sehen, wie man will.
Sehr schön. Also, ich muss sagen, eine gelungene Kreation vom lieben Adam, was er da gemacht hat. Er hat ihn sportlich gemacht, hat ihn aber auch gleichzeitig so gemacht, dass man nach wie vor über so, ja, unebenes Terrain fahren kann. Und das muss ihm erstmal einer nachmachen. So. Schön. Einfach nur schön. Fahren wir mal wieder zurück. Schön. Das war doch eine schöne, schöne Folge. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Danke, Adam, für diese tolle Kreation, auch mit dem Innenraum. Also, wenn ihr mal meinen Innenraum vergleicht, guckt euch den mal, guckt euch mal an, wie langweilig der ist. Also, ja. Und vielen, vielen Dank für diese wunderbare Kreation. Ich lasse den mal hier drauf. Und wir sehen uns dann wieder zu einer weiteren Folge Scrap Mechanic Fan Creation. Und wenn ihr noch nicht auf Discord seid, dann folgt uns doch einfach. Schickt uns eure Kreationen dort. Wir haben da so einen Text-Channel. Da könnt ihr einfach was reinpacken und dann sollte es auch losgehen. Also ich gucke dann, ob ich eine Kreation von euch da finde und suche mir immer eine aus. Ne? Ja. Also das habe ich jetzt ganz kompliziert am Ende gesagt, aber ihr kennt das ja. Ich habe nämlich gerade überlegt, wann ich morgen aufstehen muss und habe gerade zum Plan geguckt und dann wusste ich nicht mehr, was ich sagen soll. Kennt ihr das? Oh Mann, ey, ich bin so eine Kackbratze. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, wir sehen uns wieder und tschüttülülü, ihr Lieben. Tschüttülü. Bis zur nächsten Folge. Täglich. Ja, jetzt sollen die täglich kommen. Hammer, oder? Dass man das noch erleben darf. Tschüss.